Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade unterwegs auf einer kleinen Scouting-Runde, ja, tief im Wald, gucken, ob ich noch mal einen schönen Felsen finde, an dem es sich lohnt, einen Overnighter zu machen. Sieht zumindest auf der Karte sehr vielversprechend aus. Habe aber im Rucksack noch 6 Gegenstände mit dabei, die ich euch zeigen möchte. Gegenstände, die man nicht unbedingt braucht, die aber trotzdem ganz cool sind und einen kleinen Unterschied machen können, wenn ihr draußen seid, beim Bushcraften, beim Trekking, beim Lagern, beim Camping. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, ist der kleine Spot hier. Ja, schon mal ganz nice. Ja, da ist schon auf jeden Fall jemand mal Holz gesammelt. Geil. Hier sieht man, wie der Felsen hier richtig da abgebrochen ist. Krass. Und hier, guck mal, nur so eine dünne Auflage. Und die Buche hält sich trotzdem hier fest. Wahnsinn. Cooles Felsenriff hier auf jeden Fall. Aber es liegt hier direkt am Weg. Klar, abends ist hier wenig los. Aber hier ist noch ein Ort in der Nähe. Könnte zumindest eine Gassi-Runde sein. Gegenstand Nummer 1 ist der Grützibeck Feeder, the Feed Eater. Den habe ich jetzt mittlerweile seit, ich glaube, seit drei Jahren müsste es ungefähr sein, im Einsatz. Das ist ein, ja, Dreiviertel Schlafsack, der mir zumindest so bis Brust ungefähr geht. Ich bin 1,70 groß, seit der größer geht, dann natürlich nicht so hoch oder habt ihr längere Beine. Ein vielseitig einsetzbares Teil, hat eine kleine Heizung mit eingebaut und ja, produziert damit Wärme. Ist richtig genial, zumindest auf der Couch, also wenn ihr den habt. Auch super Geschenk für die Frau übrigens. Selbst meine Katzen schlafen da drauf. Ich musste immer mit meinen Katzen teilen. Zum einen auf der Couch ist das super zu nutzen. Ihr könnt ihn nutzen, wenn ihr zu Hause sitzt am Schreibtisch und ja, macht irgendwelchen Office-Kram und wollt jetzt die Bude nicht so hochheizen, könnt ihr ihn da gut einsetzen. Beim Camping allgemein ist er wunderbar einzusetzen, wenn man abends länger da sitzt und kalte Füße hat. Das Ding an, eine Powerbank angeschlossen. Und schon heizt er auf und man hat warm. Auch als ja, zusätzliches Inlet im Schlafsack habe ich ihn schon genutzt, um die ja, Grenztemperatur vom Schlafsack nochmal bestimmt 5-6 Grad weiter nach unten zu schieben. Wie gesagt, wenn man die Powerbank 10 Minuten bevor man ins Bett geht anmacht, da reinsteigt, dann hat man mollig warm und der Körper, wenn er ausgelaugt ist, muss nicht erst noch ja, die Luft oder den Schlafsack selber aufheizen, denn das ist ja das, was euch im Schlafsack wärmt. Also, Empfehlung Nummer 1, der Grützibeck Feeder, the Feed Heater. Gibt es übrigens auch in 2 Versionen, einmal die etwas günstigere Version mit ja, einem Polyester außenrum und Baumwolle, glaube ich, und dann die ja, noch wärmere Variante mit Downwool gefüllt, allerdings dann auch ein bisschen teurer. Ja, und während ich euch vom Feeder erzählt habe, bin ich jetzt hier schon am nächsten großen Felsenriff hier angekommen. Eine massive Felsenwand. Wie ist das? 10, 12 Meter locker hier hoch. Geil. Hier eigentlich auch eine schöne gerade Fläche. Könnten wir auch gut vorne dran lagern. Naja, weiter geht's. Und die nächste Wand. Lässt nicht auf sich warten. Der Pfad hier ist auf jeden Fall schon mal klasse. Selbst für eine kleine Wanderung.
Schlag auf Schlag geht es hier weiter. Direkt der nächste massive Felsen. Auch der hier, auch das Teil hier hing mal da dran, ist abgebrochen. Hinten dran hätte man ein wunderbares weiches Laubbett. Aber hier seht ihr mal, dass diese Gefahren, ja hier unter Felsen zu schlafen, ja, es ist zwar unwahrscheinlich, dass sowas runterkommt, aber es kann runterkommen. Ja, und wenn er dann da liegt, naja, davon merkt er nichts mehr. Gegenstand Nummer 2 ist die Nanopresso von Wakako. Eine kleine portable Espresso-Maschine, mit der ihr vorzüglichen Espresso draußen im Wald machen könnt oder auch bei Campingtouren natürlich. Heißes Wasser auf der einen Seite einfüllen, frisch gemahlenes Kaffee oder Espresso-Pulver auf der anderen Seite einfüllen, das Ganze zusammenschrauben und dann etwa 30 Mal pumpen und schon habt ihr den wunderbaren kleinen Kaffee mit einer super Crema obendrauf. Richtig genial. Macht richtig Spaß, das Teil. Ich habe noch keinen besseren Kaffee draußen getrunken aus dem Teil. Ich habe es zu meinem 10-jährigen Firmenjubiläum geschenkt bekommen. Ja, vielleicht auch ein schönes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für euch. Weihnachten war ja erst. Die Nanopresso von Wakako. Ein kleines Felsentor. Ein Loch im Felsen. Felsen werden immer mächtiger. Auch hier ein geiles Lager und drunter kannst du sogar zu zweit auf jeden Fall nebeneinander pennen. Nur aufpassen, mal aufstehen, dass man sich in den Kopf anschlägt. Schön, hier ist auch alles furztrocken, geil. Und hier hat sogar noch eine größere Höhle. Da ist man auf jeden Fall geschützt vor Wind. Vor Regen, alles trocken, muss ich nur noch eine gerade Fläche machen. Sollte kein Problem sein da drin. Genial, richtig cool. Hier hat es noch eine schöne kleine Felsenhöhle. Na, bin ich auch nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, hier mal zu lagern. Feuerchen wird hier auch gemacht. Ach, perfekt, hier in der Höhle mache ich eine kurze Pause. Gab noch nichts zum Mittag. Wir haben eine schnelle Packung Nudeln warm. Und danach geht's weiter. Bis die Suppe warm wird, nutze ich die Gelegenheit, um euch Gegenstand Nummer 3 zu zeigen. Und zwar das Mückenabwehrgerät von Thermacell. Ich habe jetzt hier so eine Handvariante, ich glaube MR300, genau. So heißt das Teil. Hat so eine kleine Gaskartusche drin. Hier oben kommt so ein Plättchen rein mit dem Wirkstoff, das wird erhitzt. So schaltet man es an, einmal, dass das Gas läuft. Und dann muss man hier drücken, bis man so eine kleine Flamme hier drin sieht. Ja, dann dauert es ein paar Minuten und ja, der Wirkstoff wird verdampft, erzeugt dann ja einen Schutzkreis so roundabout 5-6 Quadratmeter um euch herum, in dem die Mücken vertrieben werden. Wirkt tatsächlich nachhaltig. Ich habe meinen Eltern schon vor 3 Jahren zu Weihnachten das Gerät geschenkt, das man auf die Gaskartusche draufschraubt. Ist natürlich nachhaltiger, weil man größere Gaskartuschen nutzen kann. Ja, aber auch das hier nutze ich im Sommer auf der Terrasse, um die kleinen Plagegeister fernzuhalten. Dazu gibt es diese kleinen Plättchen und ja, diese Kartuschen hier, die sind recht teuer im Nachkauf. Auch das Zeug ist nicht ganz günstig. Ich glaube, so ein Plättchen hält für 6 Stunden oder 4, ich weiß nicht mal ganz genau. Und ja, die Kartusche hält, glaube ich, für 12 Stunden. Es gibt aber auch Anleitungen auf YouTube. Ich verlinke euch mal eine hier oben, wie ihr das Teil hier umbauen könnt, um es entsprechend mit normalem günstigen Feuerzeuggas nachzufüllen. Ein schönes Gadget. Ich glaube, es liegt so um die 35 Euro rum, 35 bis 40 Euro, je nach Variante, um auf Natur die Mücken fernzuhalten.
Ja, insbesondere im Sommer, wenn man in der Nähe von Gewässern am See unterwegs ist oder auch mal beim Baden am See. Ganz praktisch. Meine Suppe braucht noch ein bisschen, deswegen machen wir weiter mit Gegenstand Nummer 4. Habe ich bei Kick gekauft, bekommt ihr aber auch bei Amazon oder sonst wo, ich habe es euch unten verlinkt, ist eine kleine batteriebetriebene Lichterkette. Und zwar für die Rittstand Hängematte. Macht das Ganze so gemütlich, wie das aussieht, ja, und wie hell es vor allen Dingen macht, zeige ich euch ein paar Aufnahmen, die ich ja bei einer meiner letzten Touren gemacht habe. Ihr kennt es, man ist abends in der Hängematte und ja, oder unterm Tarp und hat irgendwie kein Licht, sondern nur so eine die Kopflampe und die leuchtet dann doch nicht dahin, wo man es gerne will. Und dann sucht man seine Sachen rundherum. Was hilft dagegen? Einfach mal eine Lichterkette an der Ritschlein. So sieht's aus. Richtig geil, die Teile. Die haben eine, ja, die laufen mit Doppel-A-Batterien. Je nachdem, wie groß sie sind, zwei Stück oder drei Stück. Dann hat sogar eine Timer-Funktion, das Teil hier. Ich habe meine im Kick tatsächlich gekauft. Ich glaube, die hat 3 € gekostet. Beim Topper unter der Hängematte haben wir noch zwei andere, da gehen wir gleich rüber. Teilweise 1,50, wahnsinnig günstig das Zeug. Ist natürlich auch sehr viel Filigran, das heißt, man muss aufpassen, dass nicht kaputt gehen. Aber so habe ich hier alles wunderbar ausgeleuchtet. Ich habe nichts, was mich blendet. Ich kann selbst in die LEDs reingucken, das sind nur ganz schwache. Und es ist einfach so geil hier drunter. Schön Herrlich, gemütlich, ja. schön gemütlich. Hier sind wir beim Topper unter der Hängematte, da haben wir auch eine. Ihr seht, die ist ein bisschen kürzer, lässt sich ein bisschen leichter installieren. Aber Topper hat noch eine zweite. Es Es weihnachtet sehr. weihnachtet sehr, die einen sagen, es weihnachtet, die anderen würden sagen, der Puff ist auf. Hier das Ganze mal aus der Entfernung. Ja, sieht wunderbar aus. Vorteil ist auch, man findet sein Tab jederzeit wieder. Die Suppe ist fertig, das trifft sich gut. Dann kommen wir direkt zu Gegenstand Nummer 5. Und das sind diese, ja, Snap-Fold Bowls. Das sind faltbare Schüsseln, auseinandergefaltet, sind sie super kompakt, lassen sich noch in jedes Rückenfach stecken. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich sie gesehen habe, auf welchem Kanal. Habe sie mir dann bestellt. Ich glaube, das Dreier-Set hier hat so um die 20, 25 € gekostet. Ist einmal ein Becher. Die lassen sich ganz einfach zusammenfalten und sind dann auch dicht. Der hat jetzt, was hat er an Füllung? 250 Milliliter bis hierhin. Dann haben wir noch eine Schüssel und noch einen Teller. Ich falte mal die Schüssel gerade zusammen und da kommen da meine Nudeln rein. 500 Milliliter, perfekt für meine Nudeln. Mahlzeit. Schöne heiße Suppe, Nudeln. Ja, es wird Trekkingtouren halt richtig gut geeignet. Ich hatte es auf dem Pfälzer Waldfahrt dieses Jahr dabei und da genutzt für meinen Kaffee. Ja, sollte man ein schönes flaches Teil. Wie gesagt, im Trinkblasenfach lässt sich das super gut verstauen. Nimmt keinen Platz weg, ist auch relativ leicht. Klar, leichter geht es immer irgendwie, aber ja, lässt sich auch wieder super spülen und ihr seht, perfekt. Für eine ordentliche Portion Nudeln. Ich esse mal in Ruhe auf und dann sehen wir uns wieder mit Gegenstand Nummer 6. Schaut mal an, hier direkt am Fels. Sieht aus wie so ein Amethyst. Wie so eine, wisst ihr, diese runden Felsen, die dann hinten drin so Kristalle haben. Aber hier ist halt innen drin, keine Ahnung. Ach, irgendwie so ein Abdruck. Sieht krass aus. Cool. So, jetzt geht es erstmal ein Stück weiter. Ja, Wahnsinn. Echt ein geiles Felsmassiv hier. Von oben, Alter. Ich weiß nicht so recht. Straße nebenan hört man doch recht stark. Wobei natürlich ist da abends dann auch weniger los. So, laut Karte habe ich jetzt das Felsmassiv hinter mir gelassen. Und es geht jetzt hier über schöne kleine Treppchen nach oben zu einer schönen Aussicht. Oh ja, schöne Aussicht.
Also die Sitzgruppe hier hat jemand abgedeckt. Um sie vor der Feuchtigkeit zu schützen. Ach, wunderbar. Geil. Last but not least kommt jetzt hier Gegenstand Nummer 6. Man kommt auch gut ohne den Gegenstand klar, aber er kann doch zum Game Changer werden. Ist ein Gegenstand wieder mit Multi-Use. Und zwar handelt es sich um diese kleine Luftpumpe, Schrägstrich Camp Lamp, Schrägstrich Vakuumlampe. Das ein Teil nennt sich Flextail Tiny Pump X. Hat richtig Power. Kommt in so einem kleinen Säckchen mit super viel an Zubehör, um alle möglichen Luftmatratzen abdecken zu können. Ist natürlich in erster Linie dazu gedacht, um ja eure Luftmatratze draußen aufzupumpen. Ihr solltet das auf keinen Fall mit dem Mund machen, denn dadurch kommt Feuchtigkeit in die Luftmatratze rein. Zudem pumpt ihr quasi warme Luft in die Luftmatratze rein, bei kühlen Temperaturen verliert sie quasi dann wieder später an Druck. Weil die Luft abkühlt und sich so zusammenzieht. Zum anderen kondensiert damit das Wasser, was in eurer Atemluft einfach drin ist. Und das ist nicht unerheblich wenig in der Luftmatratze selber. Das dann wieder rauszubekommen, ist echt ein langwieriger Prozess. Da müsst ihr die Matte dahin mehrfach lüften, aufpusten und wieder leer machen etc. pp. Und es vermeidet eben dadurch, dass sich Schimmel in eurer Matte bilden kann. Weil eben die Matte durch diese Feuchtigkeit und die Bakterien, die einfach in eurer Atemluft auch mit drin sind, von innen anfängt zu gammeln. Hat zusätzlich noch, so ein Licht hier in verschiedenen Lichtstufen. Gibt dann sogar noch so einen Aufsatz, um das Ganze dann nochmal als Campleuchte schön diffus zu haben. Und was ich richtig cool finde, es gibt hierzu auch noch Vakuumbeutel. Ich habe jetzt hier sogar schon den Anschluss dran, um die Vakuumbeutel auf Vakuum zu ziehen. Damit könnt ihr eben euer Gepäck, eure Klamotten, eure Schlafsäcke auf Reisen, wo ja Platz wenig vorhanden ist, um ein Vielfaches im Packmaß reduzieren. Obacht hierbei, Schlafsäcke natürlich nur komprimieren, wenn sie trocken sind. Niemals einen nassen Daunenschlafsack auf Vakuum ziehen, denn damit dann sonst riskiert ihr, dass quasi die Daunen dann entsprechend verkleben. Aber bei dem trockenen Schlafsack ist das überhaupt kein Problem, auch bei dem Kunstfaserschlafsack kein Ding. Mein Grützelberg Topquilt hatte ich damit innerhalb von 2 Minuten auf Vakuum gezogen und ist jetzt schön verpackt. Kommt auch keine Feuchtigkeit auf der Reise dann ran. An der Pumpe ist dann sogar noch so ein kleiner Metallbügel dran, um es im Zelt oben an einem Haken zu befestigen oder unterm Tarp, wie auch immer. Ein Gegenstand, der nicht nur für eine Sache gut ist, sondern für viele. Das finde ich cool. Wer bis jetzt dran geblieben ist, der hat Glück, denn er kann was gewinnen. Flextail Gear war so freundlich und hat mir 2 von diesen Pumpen zur Verfügung gestellt. Eine geht an euch raus. Was müsst ihr dafür tun? Gar nicht viel. Kommentiert einfach nicht unter diesem Video, sondern unter meinem letzten Video mit Hashtag TinyPumpX und schon seid ihr mit im Lostopf. Ich lasse das Ganze wie immer eine Woche laufen, los das dann aus und benachrichtige den Gewinner als Antwort auf seinen Kommentar. Der hat dann eine Woche Zeit, sich bei mir zu melden und bekommt das Teil dann mit noch einem kleinen extra Goodie von mir kostenlos zugeschickt. Jetzt wird es hier zugig, ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ja, mit dem Video sind wir durch. DJI Pocket ist leer, deswegen muss ich jetzt mit dem Smartphone filmen. War ein sehr schöner, kurzweiliger Wanderweg mit wunderbaren Felsformationen. Man könnte drunter schlafen, aber ist mir dann alles doch zu nah. An der Straße und eben kamen auch noch mal Spaziergänger vorbei. Von dem her wird es wahrscheinlich hier eher keinen Overnighter geben. Ich hoffe, mit den Gegenständen könnt ihr was anfangen. Vielleicht war was für euch dabei. Alles wie gesagt unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann ist schon 2023. In dem Sinne, haut rein, kommt gut ins neue Jahr.
Ciao, ciao.